Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu meinem Talk über Jabber, XMPP und wie man Instant Messaging selber in die Hand nimmt. Ich bin Daniel Gultsch und den Vortrag habe ich so ein bisschen in 4 Abschnitte geteilt. Einmal einen Überblick, wo ich grob erzähle, was so die Motivation dahinter ist, warum ich mich mit XMPP beschäftige und was XMPP überhaupt ist. Das ist aber nur ein kleiner Teil, weil ich mal davon ausgehe, dass die meisten von euch wissen, was XMPP ist. Oder gibt es hier jemanden, der es nicht weiß? Aufzeigen? Ah, okay. Doch ein paar. Aber wie gesagt, ich erkläre es ja nur halt ganz kurz. Dann wird es einen kleinen Rückblick geben, was wir so in den letzten 3 Jahren an XMPP gemacht haben. Dann einen Ausblick, was wir vorhaben für, ja, ich sage jetzt mal das nächste Jahr oder irgendwie die Zukunft. Und dann gibt es am Ende den praktischen Teil, wo ich euch ein bisschen erzähle, wie ihr mit XMPP anfangen könnt, sowohl als Benutzer, als auch als Entwickler oder als Serveradministrator. Genau, erster Teil der Überblick. So ein bisschen was zu meiner Motivation. Instant Messaging ist für mich und ich denke für viele andere ziemlich wichtig und es wird auch immer wichtiger. Also ich will nicht schätzen, wie viel % meiner täglichen Kommunikation ich über Instant Messaging mache, aber es ist, glaube ich, relativ viel. Ich meine, SMS macht niemand mehr, anrufen tun wir uns irgendwie auch alle nicht mehr, sondern wir schreiben halt die ganze Zeit irgendwie nur WhatsApp und so. Und mir ist ein bisschen unwohl dabei, dass so die wichtigste Kommunikationsform oder eine der wichtigsten Kommunikationsformen, die ich so habe, in den Händen von wenigen Konzernen liegen oder von einigen wenigen Firmen. Und diese Abhängigkeit, die daraus entsteht, stört mich. Also zum einen ändern die morgen ihr Produkt in irgendeine Richtung, die mir nicht gefällt und ich kann da nichts gegen machen oder weiß ich nicht, ich gehe irgendwie dem CEO auf Twitter irgendwie auf die Nerven und dann entscheidet der, ich gefalle ihm nicht mehr und dann schließt er mich irgendwie von seinem Dienst aus und dann kann ich halt irgendwie das nicht mehr benutzen. Und das ist ja auch nicht irgendwie total paranoid oder so, das hat es ja gegeben. Also es gibt ja Firmen, die sagen so, ja, nee, wir wollen dich jetzt nicht mehr als Kunden haben. Also PayPal macht das irgendwie dauernd, dass die irgendwie jetzt auf einzelne Leute keinen Bock mehr haben. Oder jetzt vor kurzem war es ja in den News diese Geschichte mit Cloudflare und dieser Nazi-Seite, wo irgendwie der CEO eines Morgens aufgestanden ist und jetzt gesagt hat, nö, auf die habe ich keinen Bock mehr, die kicke ich jetzt mal irgendwie von unserer Internetplattform runter. Und das hat halt eine einzelne Person halt irgendwie so morgens halt so beschlossen. Okay, um die Nazi-Seite ist es jetzt nicht unbedingt schade, ja, aber das zeigt halt, dass man sich da halt in eine totale Abhängigkeit von Firmen und sogar Einzelpersonen begibt. Und wenn man dieses Problem hat oder sich daran anstößt, dann hilft auch Open Source nicht sonderlich weiter. Also irgendwie Signal zum Beispiel ist zwar Open Source, wenn jetzt der Chef von Open Whisper Systems, der Firma hinter Signal, aber morgen entscheidet, ja, nee, mit dem Daniel wollen wir jetzt irgendwie nicht mehr, dann bringt mir das nichts. Dann kann ich zwar meinen eigenen Signal-Server aufsetzen, auf dem Server bin ich aber komplett alleine. Also, ne? Ja, und Ende-zu-Ende-Encryption, die ja 2016 in den allen großen Plattformen ausgerollt worden ist, löst zwar ein paar Probleme, aber jetzt nicht dieses Hauptproblem der Abhängigkeit. Und ja, über die ganzen Metadaten und NSA und sowas brauchen wir da auch nicht zu reden. Also da hilft Ende-zu-Ende-Encryption ja auch nicht weiter. Ja, wie hilft uns da Jabber und XMPP? XMPP ist ein Protokoll für Kommunikation im Allgemeinen. Man kann damit auch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation machen, aber wenn ich darüber rede, dann meine ich hauptsächlich Instant-Messaging zwischen Personen. Ja? Und damit baut man dann ein föderalisiertes Netzwerk auf. Das ist dann vergleichbar zu E-Mail. Nutzer werden über Benutzername als Server identifiziert und ich habe als Nutzer die freie Wahl des Serviceanbieters und des Clients und ich kann die beliebig kombinieren. Also ich kann irgendwie den Client und den Service von den gleichen Leuten benutzen oder ich kann halt einen Service von einem benutzen und den Client von einem anderen und trotzdem immer noch mit Leuten reden, die halt da eventuell andere Wahlen getroffen haben. Ja, das ist ein Internetstandard und dieser Standard ist erweiterbar, um halt sich anzupassen an die Veränderungen. Also dieses Protokoll gibt es schon seit 18 Jahren und man kann sich ja vorstellen, dass sich so in der Zeit irgendwie einfach das verändert, was wir damit machen wollen. Ja, weil wenn man irgendwie so 15 Jahre zurückgedenkt in die Zeit von ICQ und sowas, da hat man das noch ganz anders benutzt, als man heute irgendwie WhatsApp benutzen würde. Ja, und deshalb ist dieses Protokoll halt erweiterbar, um halt ja, am Puls der Zeit zu bleiben sozusagen. Ja, und diese Erweiterung oder die Weiterentwicklung des eigentlichen Standards geschieht halt in einem offenen, mehr oder minder demokratischen Prozess. Da gibt es halt die XMPP Standards Foundation. Da sind halt Einzelpersonen aus verschiedenen Firmen, die alle verschiedene Sachen machen mit XMPP, sind da vertreten und die entscheiden zusammen, wie es mit dem Protokoll weitergehen soll. Und damit unterscheidet sich XMPP auch von anderen Protokollen wie zum Beispiel Matrix, wo eine große Firma dahinter steht, die entscheiden, wie das Protokoll weiterentwickelt soll. Also die stellen die Spezifikation des Protokolls ins Internet und andere Leute könnten das theoretisch implementieren. Wenn sie damit aber selber was machen wollen würden, müssten sie immer an diese Firma herantreten und sagen, hey, wir wollen das jetzt da irgendwie in diesen Standard aufnehmen. Ja, so viel zu der groben Übersicht, was XMPP ist. Kommen wir zu einem Rückblick, was wir in den letzten paar Jahren gemacht haben. Vor 2 Jahren, 2015, habe ich auf der FrostCon schon mal einen Vortrag gehalten, der so die letzten paar Jahre zusammengekehrt hat. Wenn ihr irgendwie länger euch nicht mit XMPP beschäftigt habt, dann würde ich euch empfehlen, eventuell diesen Vortrag nochmal zu gucken. Die FrostCon stellt hier die Vorträge auch alle online. Aber das Fazit von diesem Vortrag war quasi, dass wir mit XMPP auf einem Level sind, wo wir eigentlich alles anbieten können, was ein moderner Instant Messenger braucht. Es ist zuverlässig, wenn man das am Handy benutzt, ist es auch einigermaßen batteriefreundlich. Da gab es ja immer irgendwie diese Myth, dass XMPP irgendwie total den Akku verbraucht auf dem Handy. Und ja, das ist halt nicht mehr so. Und XMPP kommt relativ gut mit mehreren Geräten klar. Also ich kann irgendwie das auf dem Handy und dem Desktop mehr oder minder gleichzeitig nutzen und halt fliegend dazwischen wechseln, was ja bei anderen Produkten wie WhatsApp oder so nur sehr eingeschränkt möglich ist, weil da das Handy die ganze Zeit immer laufen muss, um den Traffic da durchzuleiten. Ja, Bilder, Videos und Sprachnachrichten funktionieren natürlich auch, Gruppenchat auch. Und am Ende von diesem Vortrag 2015 hatten wir eine neue Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorgestellt mit dem Namen OMEMO. Die war damals und ist heute auch noch optional, also die muss man quasi explizit anmachen, die ist nicht für jeden Nutzer da. Ja. Und was ist seitdem passiert? Also damals zur FrostCon gab es OMEMO eine Referenzimplementierung in einem Client, Conversations, das ist ein Android-Client, wo ich der Maintainer von bin. Und seitdem hat diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung OMEMO relative Verbreitung gefunden. Also mittlerweile gibt es für Android, iOS, Linux und Windows, also alle wichtigen Plattformen, Clients, teilweise auch mehrere. Also auf dem Desktop gibt es ja zum Beispiel ein Pidgin-Plugin, also Pidgin, dieser Multiprotokoll-Messenger, falls ihr den eventuell kennt. Auf iOS gibt es Chat Secure, die haben OMEMO-Support vor jetzt, ich glaube, einem halben Jahr oder so, also Anfang diesen Jahres bekommen. Gibt auch ein paar modernere Clients. Ein Dino nennt sich einer, das ist ein GTK XMPP-Client, der so ein bisschen moderner ist und so, den haben wir jetzt in Google Summer of Code, waren die in meiner Organisation drin und da wurde da einiges getan und ja, die haben auch OMEMO-Support. Gruppenchats sind bei OMEMO Bisher allerdings noch ein kleines Problem. OMEMO hat die Einschränkung, dass Leute, mit denen ich diese Verschlüsselung aktivieren will, in meiner Kontaktliste sein müssen. Das ist bei normalen One-on-One-Chats jetzt nicht so ein starkes Problem. In Gruppenchats, in kleineren Gruppenchats, wo ich irgendwie mit meinen 2 Freunden, die sich auch alle gegenseitig kennen, ist es jetzt auch nicht so ein mega Problem, aber sobald die Gruppenchats irgendwie so ein bisschen größer werden und ja, ich die Leute jetzt nicht, alle nicht mehr persönlich kenne, sondern irgendwie jemanden eingeladen hat oder so, dann funktioniert das bislang noch nicht. Ja, ein weiteres Problem von OMEMO war, zumindest Stand 2015, dass unser Trust-Modell relativ kompliziert war. Und also der Hintergrund dazu ist, dass dieses relativ beliebte Trust on First Use, was man zum Beispiel von SSH kennt oder irgendwie sowas, also dass bei der ersten Verbindung das Key-Material runtergeladen wird und sich dann das Key-Material gemerkt wird und bei zukünftigen Verbindungen halt immer gecheckt wird, ob das Key-Material noch das gleiche ist. Das funktioniert da nicht so gut. Und zwar aus folgenden Gründen. Leute kriegen die ganze Zeit irgendwie neue Handys oder installieren sich irgendwie ein neues ROM und dann geht das alte Key-Material verloren. Oder kriegen halt überhaupt ein neues Gerät dazu. Also OMEMO funktioniert natürlich auch mit mehreren Geräten gleichzeitig. Also ich kann auch von meinem Desktop-PC und meinem Handy gleichzeitig verschlüsseln und dann bekomme ich ein Tablet hinzu und dann gibt es ein neues Gerät, dem halt noch nicht vertraut wird. Und das bricht halt dieses Trust-on-First-Use-Modell total, also macht das halt total kaputt. Und als wir das damals entwickelt haben, war halt unsere Lösung oder wie wir damit umgegangen sind, einfach, dass wir jedes Mal, wenn es ein neues Gerät gab, haben wir halt den Nutzer gefragt, möchtest du diesem Gerät vertrauen? Also ja, bei der ersten Verbindung, wenn ich mit dir geredet habe, du hattest dann zu dem Zeitpunkt vielleicht 2 Geräte, ich tippe die erste Nachricht rein, klicke auf Senden und dann poppt ein Fenster hoch, was sagt, hey, der Nutzer hat 2 Geräte, hier sind die SHA-2-Fingerabdrücke, möchtest du die benutzen? Dann klicke ich auf OK und dann geht das und dann kriegt er irgendwann ein neues Gerät und dann poppt in dem Moment wieder dieses Fenster hoch. Aber das kann man natürlich irgendwie so totalen Endnutzern nicht anbieten. Ja, wenn da irgendwie dann so ein Fenster hochpoppt mit hier, vertrau mal irgendwie diesen kryptischen Nummern, damit kann ein Endnutzer ja absolut nichts anfangen. Ja, also ich meine, wir, die irgendwie so Security-Paranoia sind und so, können damit vielleicht was anfangen, aber selbst dann sind wir ja nicht im Moment vielleicht in einer Situation, wo wir das irgendwie so fact-checken können. Ja, also A, wir haben die Fingerprints nicht unbedingt oder ich weiß ja in dem Moment auch nicht, hat mein Kollege jetzt irgendwie ein neues Handy bekommen oder also was ist da los? Ja? Und deshalb haben wir im November letzten Jahres in Conversations, also diesem Android-Client, ein neues Trust-Konzept eingeführt, was ich Blind Trust Before Verification oder BTBV genannt habe. Und das funktioniert so. Prinzipiell vertraue ich erstmal allen Geräten, die ich sehe. Also sowohl am Anfang hatte der 2 Geräte, ich vertraue die einfach und die Nachricht wird einfach rausgehauen. Dann kriegt er irgendwie ein neues Gerät dazu und dem vertraue ich auch. Und dann habe ich die Möglichkeit, Geräte zu verifizieren oder Kontakte zu verifizieren, indem ich den QR-Code scanne. Also dann treffe ich mich irgendwie mit meinem Kumpel oder sowas oder gehe auf dem seine Webseite, scanne dem seinen QR-Code ein und ab dem Moment der Verifikation, also wenn ich einen einzelnen Kontakt verifiziert habe, wird dieses blinde Vertrauen für diesen Kontakt ausgeschaltet. Weil dann habe ich als Nutzer quasi durch den Akt des Verifizierens gezeigt, A, ich kann diesen Gegenüber verifizieren, weil ich den irgendwie persönlich kenne oder weil der irgendwie sein Key-Material auf seiner Webseite veröffentlicht und dass ich selber ein Interesse daran habe, das zu machen. Ja? Das signalisiere ich dann damit. Und deshalb ist es ab dem Zeitpunkt dann halt logisch, dass ich dann über zukünftige neue Geräte informiert werden möchte. Ja, das war so die große Änderung bezüglich OMEMO, die wir letztes Jahr durchgeführt haben. Dann, ja, kurze Frage? Also, solange, also, macht ja eigentlich keinen großen Unterschied, oder? Also, man hat kompliziert, dann hat man ganz einfach gar keine Nutzung. Ja, die Frage war nochmal, was jetzt der genaue Unterschied zu Tofu ist oder was der Vorteil zu Tofu ist. Das Problem mit Tofu ist, wie vielen Geräten vertraust du denn? Also es ist ja ein komplett legitimer Fall, dass ein Benutzer 2, 3 Geräte hat oder sowas. Ja, und dann, also das ist schon mal das erste Problem, bei diesem Tofu müsste ich halt mir überlegen, also vertraue ich jetzt einfach nur zufällig, aber so ein Gerät davon oder irgendwie allen Geräten, aber wenn ich allen Geräten vertraue, woher weiß ich, dass ich quasi nicht zu dem Zeitpunkt der Serverbetreiber da schon irgendwie standardmäßig jemand seinen eigenen Key damit reinlegt, beziehungsweise also Tofu, du kommst halt ziemlich schnell, also selbst wenn du dann einfach alle Geräte beim ersten Mal vertraust, kommst du halt relativ schnell in die Situation rein, wo der Nutzer halt ein weiteres Gerät bekommt oder sein Gerät nochmal neu installiert. Und spätestens dann müsstest du ja dann, wenn du reguläres Tofu benutzen würdest, wieder dieses Fenster aufpoppen. Und ja, ein durchschnittlicher Nutzer kann mit diesem Fenster nichts anfangen. Also wenn man sich irgendwie das mal bei WhatsApp oder Signal anguckt, die machen ja quasi auch Tofu. Und dann in WhatsApp muss man ja sogar irgendwie einschalten, dass er dich darüber in Kenntnis setzt, wenn sich die Keys geändert haben. Und ich glaube, Signal, ich benutze kein Signal, aber ich glaube, die ändern das gerade dazu, von diesem, dass da so ein Warning-Ding aufkam zu, jetzt ignorieren die das auch einfach, wenn neue Geräte kommen. Also die machen ihr Tofu halt selber kaputt, weil es halt nicht funktioniert. Also der Key von meinem SSH-Server ändert sich ja nie. Beziehungsweise, wenn der sich ändert, weiß ich das halt, weil irgendjemand in meiner Org hat halt irgendwie den Server neu aufgesetzt oder irgendwie sowas, ja. Dann ist halt die Methode, dass ich das halt überprüfen kann auf Plausibilität, ist halt einfacher, als irgendwie, wenn jetzt mein Kollege sein Gerät neu installiert hat. Ja, das war das mit Blind Trust Before Verification. Eine andere Änderung, die wir jetzt in XMPP gemacht haben, war, dass wir historisch gesehen relativ viel Start-TLS benutzt haben. Also Start-TLS kennt man vielleicht auch irgendwie aus der IMAP-Welt oder aus anderen Protokollen. Da wird zuerst eine Klartextverbindung aufgebaut, die dann irgendwann auf TLS abgegradet wird. Also dann sagt dann der Server, hier, ich kann irgendwie auch TLS. Und dann sagt der Client, ja, wir wollen jetzt irgendwie TLS sprechen. Und dann wird halt in der gleichen TCP-Verbindung irgendwann dann so on the fly auf TLS umgeschaltet. Einer der Gründe, warum man das gemacht hat, war, weil es Server gibt, die mehrere Domains hosten. In Zertifikaten, die man ja für eine TLS-Verbindung braucht, steht aber in der Regel immer nur eine Domain drin. Und dieses Start-TLS wurde halt dafür benutzt, dass man halt vorher im Cleartext seine Domain mitteilt, also mit welcher Domain man sich jetzt verbinden möchte. Und der Server dann bei dem Upgrade auf TLS halt das richtige Zertifikat auswählen konnte. Dann die Entwicklung ging natürlich weiter und jetzt kann TLS das auch von Haus aus, und zwar mit diesem SNI. Das kennt ihr vielleicht auch irgendwie aus HTTPS, wenn ihr irgendwie alt genug seid. Früher musste man irgendwie HTTPS-Server immer auf verschiedenen IPs fahren, weil die verschiedene Zertifikate brauchten. Das braucht man jetzt heute nicht mehr, weil irgendwie der TLS-Stack halt diesen Domain-Namen übermitteln kann und anhand derer kann halt der Server entscheiden, welches Zertifikat ich denn jetzt ausliefern will. Ja, und das ist jetzt auch quasi in der XMPP-Welt angekommen und dann gibt es eine Erweiterung, die halt spezifiziert, wie man halt mit diesem SNI umgehen kann und dann kann man halt, dann muss man halt kein Start-TLS mehr machen, sondern kann halt direkt sich per TLS mit dem Server verbinden. Das spart unter anderem einen Roundtrip, also bei Start-TLS würde ich ja zuerst eine Klartextverbindung machen, dann würde der Server mir antworten mit, hey, ich kann jetzt auch irgendwie TLS machen und dann graden wir ab. Und bei TLS kann ich mir halt diesen ersten Schritt sparen, deshalb ist das halt irgendwie so ein paar Millisekunden schneller, je nachdem, wie schnell die Verbindung ist. Aber was auch gerade für so Instant-Messaging auf Handys und sowas extrem wichtig ist, dass wir damit die Verbindung auf Port 443 verstecken können, weil irgendwie das Problem mit so Flughafen-WLANs oder Hotel-WLAns oder irgendwie einem Starbucks-WLAN oder irgendwie sowas ist, die machen halt nur Port 80 und Port 443 und sonst nichts, weil alles andere ist ja irgendwie böse. Ja, und das ist halt wichtig, wenn man halt in diesen Szenarien funktionieren möchte. Also die ganzen großen, also WhatsApp und sowas, die sprechen auch alle 443. Das ist jetzt irgendwie nicht schön oder so, aber keine Ahnung, die Nutzer erwarten halt, dass es einfach funktioniert. Die XMPP-Erweiterung, die das definiert, wie das geht, schreibt auch APNS vor. APNS ist auch auf TLS-Ebene und sagt, während SNI den Host, den Domainnamen festlegt, sagt APNS, was das Protokoll ist. Und das würde ermöglichen, dass ich einen HTTP-Server und einen XMPP-Server auch auf dem gleichen Port betreibe, weil 443 ist ja standardmäßig von HTTPS belegt, und dann kann ich da halt so ein SSL-Muxer vorschalten, der sich halt irgendwie die ersten paar Bytes des TLS-Handshakes anguckt, guckt, will der Nutzer jetzt XMPP sprechen oder HTTP sprechen, und leitet das dann halt intern an den HTTP-Server oder den XMPP-Server weiter. Also das muss man nicht machen, aber das kann man machen, und das ist halt der Vorteil, wenn man jetzt irgendwie IPs werden knapp und ich habe als Serverbetreiber nur eine IP, und ja, ich brauche halt sowohl einen Webserver als auch einen XMPP-Server, dann kann man das halt über diese Erweiterung machen. Ja, die dritte große Änderung, die jetzt, ich sage jetzt mal im letzten Jahr kam, war die optionale Unterstützung für Push-Dienste. Und zwar der Hintergrund ist, also normalerweise ist XMPP halt eine TCP-Connection zum Server, die über lange Zeit offen gehalten wird, und wenn der Server eine neue Nachricht bekommt, dann schiebt er das halt einfach über diese TCP-Verbindung zum Client durch. Jetzt gibt es aber leider Plattformen, zum Beispiel iOS, die es den Apps verbieten, eine TCP-Verbindung im Hintergrund offen zu halten, weil das ja angeblich Batterie frisst. Also iOS ist da ganz, ganz schlimm, die haben das schon von Anfang an verboten, und leider entwickelt sich Android auch so ein bisschen in die Richtung. Also noch hat man unter Android die Chance, da halt zumindest als Nutzer Opt-out rauszumachen, wenn ihr Android-Nutzer seid, das, was sich so Doze nennt. Also Doze ist dieses, oder Battery Optimization nennt man das, glaube ich, in der UI, und die killen halt die TCP-Verbindung, wenn Apps im Hintergrund laufen, also wenn sie halt nicht sichtbar sind. Und wie dieses Push funktioniert, ist, das ist quasi so ein Proxy-Ding. Dann sagt dein eigener XMPP-Server erstmal dem Server des App-Developers Bescheid. Der wiederum sagt Apple Bescheid oder halt Google, also dem Anbieter des Push-Servers, und der sagt halt deinem Telefon Bescheid. Der Grund für diesen indirekten Weg ist, dass die meisten Push-Dienste für Push-Nachrichten quasi den Signaturschlüssel des App-Entwicklers brauchen. Also ein Server, der diesen Signaturschlüssel des App-Entwicklers nicht hat, kann nicht einfach eine Push-Nachricht auf irgendwelche beliebigen Geräte schicken. Also das wäre ja auch irgendwie DDoS oder irgendwie sowas. Und deshalb macht diese Erweiterung halt diesen indirekten Weg, dass halt mein Server erstmal dem App-Developer Bescheid sagt, der App-Developer sagt dann halt Apple Bescheid, und die sagen dann dem Handy Bescheid. Das mag jetzt irgendwie so komisch klingen, ist aber eigentlich in der Praxis weniger schlimm, als man denken würde, weil da gehen halt keine Inhalte drüber, sondern da geht halt nur drüber, es ist irgendwas passiert, verbinde dich mal wieder zum XMPP-Server, und dann erlaubt das Betriebssystem des Handys halt der App, sich mal kurz irgendwie so mit dem Server zu verbinden und halt eventuelle neue Nachrichten zu fetchen. Also sowohl der Server des App-Entwicklers als auch Apple oder so sieht halt nicht, wer da mit wem redet oder was der Inhalt der Nachricht war, sondern die sehen halt nur, irgendwas ist passiert. Und das muss noch nicht mal irgendwie eine Nachricht sein, sondern das kann auch, keine Ahnung, das kann ja alles sein. Ja. Und wie gesagt, auf iOS benötigt man das relativ dringend. Es gab schon seit ungefähr einem Jahr oder sowas ein Push-Modul für Prosody. Das ist einer der beiden großen XMPP-Server. Und ejabberd, der andere große XMPP-Server, hat jetzt die serverseitige Unterstützung für dieses Push jetzt auch vor einem Monat bekommen. Also Wir hatten da intern auf unserem eigenen Server hatten wir da schon so eine Entwicklungsversion von diesem Push laufen und testen das auch schon seit einem Jahr und mehr. Aber jetzt ist es halt auch, sag ich mal, für alle verfügbar. Ja, das war's, was wir halt so in dem letzten Jahr geschafft haben. Kommen wir mal ein bisschen dazu, was wir uns für die Zukunft noch vorgenommen haben. Ja. Ein großer Kritikpunkt, den wir immer wieder irgendwie von ja, so Krypto-Partys und irgendwie so sicherheitsbewussten Leuten hören oder auch ein großer Kritikpunkt, den Leute ja an Telegram haben und so, ist, dass die Verschlüsselung nicht standardmäßig aktiviert ist. Der Grund, warum wir das nicht von Anfang an angeschaltet haben oder dass es nicht per Standard an ist, ist, dass es halt am Anfang relativ kompliziert war. Und zwar aus mehreren Gründen. Am Anfang hatten wir ja dieses vergleichsweise komplizierte Trust-Modell, dass immer dieses Fenster aufgepoppt war, was wir jetzt irgendwie, also das möchte ich meiner Mutter oder irgendwie sowas halt einfach nicht zumuten, das benutzen zu müssen. Ja. Und dann war es ja am Anfang auch noch nicht so wirklich verbreitet. Also da war Conversations so der einzige Client, der OMEMO konnte und kaum ein anderer Client konnte das. Und wenn wir das standardmäßig angemacht hätten, dann wäre halt beim Gegenüber mit ein bisschen Pech nichts angekommen. Ja, die ersten beiden Punkte haben wir ja, wie ich eben erzählt habe, angesprochen. Also das Trust-Modell ist halt so ein bisschen einfacher geworden und an der Verbreitung wurde auch gearbeitet. Also wie gesagt, mittlerweile gibt es halt für jede große Plattform halt irgendwie einen Client, der das kann. Und dann verbleibt noch eine Sache und zwar, dass ich eben angesprochen habe, dass OMEMO halt nur für Leute in meiner Kontaktliste funktioniert. Und um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir einen kleinen Ausflug in andere XMPP-Erweiterungen machen. Und zwar in eine XMPP-Erweiterung namens PubSub. Also das ist kurz für Publish Subscribe und das ist halt so ein allgemeines Pattern, was es auch in anderen Protokollen und in anderen Diensten gibt. Und zwar, da gibt es PubSub-Services und auf diesen Services gibt es dann halt Nodes. Und Leute können Items in diese Nodes rein publishen und andere Leute können halt auf diese Nodes subscriben. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand was in diese Node reinschiebt, da was reinschreibt, dann kriegen die automatisch eine Benachrichtigung. Also es ist halt nicht, man muss halt nicht pollen oder sowas, gibt es jetzt irgendwie neue Informationen, sondern man kriegt die halt automatisch zugestellt, wenn man darauf subscribed ist. Also keine Ahnung. Könnte man zum Beispiel für RSS benutzen oder irgendwie sowas, ja, also für Nachrichten zum Beispiel dann. Würde man halt, ich hätte irgendwie am Heise Newsticker Interesse und jedes Mal, wenn Heise irgendwie eine neue News da reinschiebt, dann kriege ich die automatisch. Und ich kann auch alte News, die da halt quasi, also alte Items, um in der PubSub-Sprache zu bleiben, auf alte Items kann ich halt auch zugreifen. Und das hat halt eine relativ komplizierte Rechteverwaltung und ist allgemein so eine relativ umfangreiche XMPP-Erweiterung, die auch nicht zwangsläufig vollständig auf den Servern implementiert ist. Deshalb gibt es da ein Subset von namens PEP. Das steht für Personal Eventing Protocol und das ist halt einfach ja so ja, eine Untermenge von PubSub, die so ein bisschen einfacher ist, weniger Features hat. Und deshalb auch eine höhere Verbreitung hat, weil für Serverentwickler ist es halt einfacher, dieses PEP zu implementieren. Und das besagt im Grunde, dass jeder Account ein PubSub-Service ist und alle Leute, die in meiner Kontaktliste sind, können automatisch alle Nodes, die ich selber habe, lesen und da auch drauf subscriben. So benutzen tut man das zum Beispiel für seine Avatare, also für seine Kontaktbilder. Dann gibt es dann in meinem Account eine Node, die Avatar heißt und jedes Mal, wenn ich meinen Avatar ändern möchte oder sowas, schiebe ich meinen Avatar halt in diese Node rein und dann kriegen automatisch alle Leute in meiner Kontaktliste eine Benachrichtigung darüber, oh, der Daniel hat ein neues Avatarbild. Dieses Subscriben funktioniert auch mehr oder minder automatisch und zwar in der Presence, also meinem Online-Status sozusagen, den ich ja sowieso an den Server sende, schreibe ich noch mit rein, an welchen Nodes ich potenziell Interesse habe. Also da schreibe ich zum Beispiel rein, dass ich die Avatar-Node bekommen möchte. Oder, keine Ahnung, in den 90er, wo das irgendwie in war, dass man irgendwie so allen Leuten mitteilt, was man gerade für Musik hört, gab es auch irgendwie so die Musiknote. Ja? Dann konnte ich dann in meiner Online-Status sagen, ich möchte jetzt auch von allen meinen Kontakten wissen, was die für Musik hören. Und dann kriege ich das halt immer, wenn die irgendwie so eine neue Musik pushen, kriege ich das halt immer mitgeteilt. Genau. Und wir benutzen das halt auch für OMEMO. Also das OMEMO Public Key Material wird auch in so eine Node geschrieben. Und wenn ich halt ein neues Device bekomme, dann schiebe ich das auch in so eine Node hoch. Und dann kriegen ja alle Leute, alle meine Kontakte, eine Benachrichtigung darüber, oh, der Daniel hat ein neues Gerät, hole ich mir mal das Key-Material für dieses neue Gerät. Ja? Also haben wir, als wir OMEMO vor 2 Jahren oder sowas entwickelt haben, haben wir halt was genommen, was es halt schon in XMPP gab, dieses PEP, was auch vergleichsweise verbreitet war, damit das halt sofort funktioniert. Ja, jetzt haben da allerdings halt nur Leute Zugriff drauf, die in meiner Kontaktliste sind. Also nur die haben die Leseberechtigung für dieses Public Key Material. Was ja eigentlich, wenn man jetzt OMEMO irgendwie von Basis auf komplett neu designt hätte, ja eigentlich schwachsinnig ist. Ja? Also das war halt einfach nur eine Limitierung, die wir damals in Kauf genommen haben, weil wir halt mit einem bestehenden System arbeiten wollten. Ja, jetzt ist PEP aber zum Glück immer noch eine Untermenge von diesem PubSub und erbt auch im Prinzip diese komplizierte Rechteverwaltung, die PubSub hat. Und theoretisch könnte ich jetzt einzelne Nodes, die ich habe, öffentlich lesbar machen, also dass da jeder drauf zugreifen kann. Ja, dafür mussten wir so ein bisschen den Standard anpassen. Und zwar wäre es relativ teuer, wenn wir jetzt jedes Mal, wenn wir unser OMEMO-Key-Material in so einer Node hochpublishen, nochmal überprüfen, wie ist denn jetzt das Rechte-Modell auf dieser Node und das gegebenenfalls ändern. Also das sind ja dann 2 zusätzliche Requests mehr, die man gegen den Server abfeuern muss. Einmal halt gucken, wie sind deine Rechte und wenn die halt nicht öffentlich sind, die dann zu ändern. Ja? Das macht das irgendwie so ein bisschen teuer. Und deshalb haben wir halt so was benutzt, was im Standard stand, aber nicht eindeutig definiert, was war so ein bisschen unklar formuliert und wurde deshalb auch nicht in der breiten Masse implementiert. Was sich halt so Publish Options nennt. Da gibt man beim Publishen mit, publishe das bitte nur, wenn das Access Model auf Open steht und wenn nicht, gibt eine Fehlermeldung zurück. Und dann haben wir halt den Vorteil, dass wir halt nur im Fehlerfalle die Node-Konfiguration ändern müssen. Und im Positivfalle, was ja 99% der Fälle sind, halt nicht. Ja, das steht hier noch so ein bisschen im Wege. Das haben wir als Testimplementation an unseren eigenen Server. In Conversations als Client, der kann das auch. Und da warten wir halt im Moment drauf, dass die anderen Server das auch früher oder später können. So, jetzt wird es langsam so ein kleines bisschen knapp mit der Zeit. Deshalb diese Folie nur ganz kurz. OTR ist furchtbar, das muss weg. Einmal ist das irgendwie total unzuverlässig, weil das irgendwie nie wirklich für XMPP standardisiert war und da jeder Client irgendwie sein eigenes Süppchen kocht. Teilweise führt das dann dazu, dass es irgendwie so dass sich irgendwie 2 OTR-Libraries miteinander unterhalten und massiv Traffic machen mit irgendwie so 10 Nachrichten pro Sekunde oder irgendwie sowas und dann total viel Traffic verursachen und irgendwie die Batterie leer ziehen. Ist teilweise sogar gefährlich, wenn so OTR-Plugin-Entwickler keine Ahnung von XMPP haben und dann das dann nur so irgendwie reinhacken und dann zum Beispiel die Gajim OTR-Library hat irgendwie jahrelang irgendwie den Klartext noch nebenbei geleakt, weil der Entwickler irgendwie nicht wusste, dass der Klartext da quasi zweimal in der Nachricht steht. Es hat aber leider immer noch einen guten Ruf. Also wenn die Leute in deinem Client sehen, oh, OMEMO und OTR kann ich hier als Verschlüsselung auswählen, nehme ich mal OTR, weil da habe ich schon mal was davon gehört, das ist bestimmt cool. Ist es aber nicht. Und deshalb muss es halt aus den Clients komplett verschwinden, damit Leute das nicht aus Versehen benutzen. Ja, ein relativ großes Problem, was uns jetzt noch in der nahen Zukunft beschäftigen wird, ist Spam oder Spim. Ich bin immer noch nicht sicher, dass man das Wort Spim benutzen will, aber keine Ahnung, manche Leute versuchen das zu pushen. Spam kann ein relativ großes Problem sein. Also in Jabber sieht es im Moment so aus, dass du entweder keinen Spam bekommst, wenn du nicht auf der Liste von Jabber-Adressen steht, die irgendwie die Spammer haben. dann bekommst du irgendwie gar keinen Spam oder du bekommst extrem viel Spam. Und Spam in der XMPP-Welt ist hauptsächlich für Dienstleistungen, die man Cyberkriminalität nennen würde oder irgendwie sowas. Ja? Also irgendwie Leute bieten da Kreditkartendaten, DDoS-Services an, so Malware-Zeugs, also irgendwie hier baut deine eigene Ransomware-Dings mit ein paar einfachen Klicks. Und ironischerweise bewerben die Spammer auch immer ihre eigene Dienstleistung. Also da steht dann auch irgendwie so drin, hey, wir haben 600.000 Jabber-Adressen, mach doch mit uns Werbung. Ja, aber so Spam-Bekämpfung ist halt immer, auch in der E-Mail-Welt und überall und sowas, halt immer irgendwie so ein fieser Ressourcenkrieg. Also das ist halt irgendwie so ein Wettrüsten. Also irgendwie die Spammer entwickeln irgendwie eine neue Methode, wie sie spammen können. Dann gibt es irgendwie so eine neue Methode, die das so verhindern zu versucht. Und dann geht es halt immer weiter. Und die Spammer verdienen Geld. Und die meisten XMPP-Service-Anbieter machen das halt in ihrer Freizeit. Ja? Also da wird es halt wahrscheinlich relativ schwierig werden, da irgendwie vernünftig gegen vorzugehen. Zusätzlich kompliziert wird das noch dadurch, dass du da halt auch nicht öffentlich drüber reden kannst. Also du kannst halt nicht auf irgendeiner Mailingliste diskutieren, wie bekämpfen wir jetzt am besten Spam, weil die Spammer lesen halt diese Mailingliste. Ja? Und deshalb gibt es den einzigen Tipp, den ich da geben kann, ist, eure Jabber-Adresse irgendwie möglichst geheim zu halten. Wenn ihr die auf die Webseite stellen, auf eure Webseite stellen wollt, dann macht da halt das Gleiche, was ihr mit eurer E-Mail-Adresse auch macht, ja, also irgendwie so ein Ad-Zwischenschreiben mit JavaScript oder irgendwie sowas, ja, also diese bekannten Tricks. Und haltet euch von öffentlichen Mucks, also Gruppenchats fern, wo eure Jabber-Adresse halt jedem gegeben wird, weil dann können die Spammer halt da rein joinen und sich halt quasi die komplette Liste von Jabber-IDs geben lassen. Gut. Kommen wir ganz kurz zum Einstieg für Benutzer. Wenn ihr irgendwie damit noch nichts zu tun gehabt habt, braucht ihr zwei Sachen. Einmal einen Account auf einem Server und einmal einen Client. Auf dem Desktop bietet sich da irgendwie Gajim und Dino an, auf Android Conversations, auf iOS Chat Secure. Einen öffentlichen Server findet ihr irgendwie bestimmt. Da vielleicht heute euer Hackerspace oder eure Uni ein oder der CCC betreibt ihr einen. Wenn ihr Bock habt, vergleicht das mal mit dieser Compliance-Liste, die da verlinkt ist. Also einfach mal nach XMPP-Compliance-Tester suchen oder euch die URL abschreiben. Das ist halt eine Matrix, wo die Feature des Servers aufgelistet sind. Also da wollt ihr halt möglichst viel Grün haben, damit das auch alles klappt. Dann gibt es so ein neues Projekt von mir, wo ich versuche, so ein bisschen die Uptime von einigen öffentlichen Servern zu monitoren. Weil das ist halt so eventuell das zweite Feature, was man halt gerne haben möchte, dass der Server gut erreichbar ist. Oder wir machen auch irgendwie Domain-Hosting. Da könnt ihr mit eurer eigenen Domain zu uns kommen. Dann, ihr zeigt einfach eure DNS-Records auf uns und wir geben euch dann für 12 € im Jahr einen Account, der halt quasi auf eure Domain endet. Und wenn ihr dann, das hat halt den Vorteil, dass wenn ihr nicht mehr mit uns zufrieden seid oder allgemein gesehen mit dem Anbieter nicht zufrieden seid, dass ihr relativ einfach wechseln könnt, weil ihr die Domain gehört und die halt einfach auf einen beliebigen anderen Server zeigen könnt. Ja, als Admins guckt euch am besten mal ejabberd an. Da gibt es von den Jabber.at-Leuten, also das ist ein relativ großer öffentlicher Server, gibt es so ein APT-Repository. Prosody habe ich früher auch empfohlen, empfehle ich aber im Moment nur noch so ein bisschen zum Hacken, weil das irgendwie gerade in so einem ungünstigen Stadium zwischen Version 0.9 und 0.10 ist und die 0.10 ist, die man haben will, weil die Features hat, die aber seit irgendwie 3 Jahren unreleased ist. Also das läuft alles, aber es ist halt irgendwie so unstable, also offiziell. Und aber das ist in Lua geschrieben, das heißt, man kann da relativ einfach auch dran rumhacken. Wir brauchen relativ dringend, also wir, die XMPP-Community, braucht relativ dringend Entwickler, die großen Desktop-Clients, also Dino und Gajim, haben halt irgendwie teilweise nur einen Maintainer. Die brauchen auch Hilfe. Wenn ihr irgendwie auf Python steht, könnt ihr irgendwie bei Gajim unterkommen. Wenn ihr Vala, das ist irgendwie so eine GTK-Java-ähnliche Sprache, eigentlich ganz cool, dann bietet sich Dino an. Oder wo OMEMO gerade noch komplett fehlt, sind Konsolen-Clients. Also es gibt auch so ein paar Command-Line-Clients für XMPP, aber zum Beispiel halt Profanity oder mCover, das sind so die großen. Da gibt es aber leider noch gar keine OMEMO-Clients für. Und da könnte jemand auch mal irgendwie was tun. Da kann man auch seine Bachelorarbeit drüber schreiben. Also das Pidgin-Plugin wurde zum Beispiel von Leuten in seiner Bachelorarbeit geschrieben. Genau, wir helfen euch da auch. Also wir können euch irgendwie zeigen, wie das mit dem OMEMO funktioniert und so. Da sind nochmal die Programmiersprachen der Server und ich habe halt so ein bisschen Tooling geschrieben, also dieser Compliance-Tester oder dieser Status-Checker, die sind in Java geschrieben. Da könnte ich auch irgendwie so ein bisschen Hilfe gebrauchen. Gut, das war's dann. Dankeschön und sind Fragen? Ja. Also die Frage war, ob es da nicht für so Server irgendwie Plugins gibt, die bekannte Spammer runterlädt und die dann blockt. Es gibt halt sehr viele bekannte Spammer. Also so ein XMPP-Account kannst du dir halt auf manchen Servern, die offene Registrierung haben, kannst du dir halt so einen XMPP-Account automatisiert innerhalb von einer Sekunde holen. Ja, also die wechseln halt ihre Accounts dauernd durch. Und wenn ein Account davon dann geblockt wird oder sowas, bringt dir halt nichts viel. Und komplette Server dicht machen kannst du auch nicht, weil die auf mehr oder minder öffentlichen Servern sind, wo auch quasi legitime Leute herkommen. Also das macht das ein bisschen komplizierter. Noch eine Frage? Ja, also die Frage ist, warum guckt man sich nicht die Techniken von E-Mail ab mit so Blackholing und so? Ja, also ich sage ja nicht, dass die Spam-Bekämpfung unmöglich ist. Ich sage, oder mein Punkt war, dass sie halt mehr oder minder in den Kinderschuhen steckt und dass man die jetzt irgendwie so anfangen muss zu entwickeln. Aber wir oder halt, also das ist dann meistens eine Sache der jeweiligen Server-Administratoren, die machen das in ihrer Freizeit und haben halt einfach begrenzte Zeit, um halt einfach überhaupt so die Techniken zu entwickeln oder die Plugins dafür zu entwickeln, ja. Also klar könnte man sich, manche E-Mail-Taktiken, zum Beispiel irgendwie dieses Greylisting oder sowas, ist bei Instant Messaging, wo das Wort Instant im Namen steckt, auch so ein bisschen schwierig zum Beispiel. Ne? Ja, noch eine Frage. Ja. Also die Frage war, warum ich nur Dino und Gajim bei den Desktop-Clients empfohlen habe und nicht Pidgin. Ja, ich hab so ein bisschen persönliche und gegebenenfalls berechtigte Abneigung gegen Pidgin, und zwar einmal eine strukturelle, und zwar Pidgin ist ein Multiprotokoll-Messenger, und irgendwie die Erfahrung mit Multiprotokoll-Messengern ist, dass die vieles können, aber nichts richtig. Und in Pidgin drückt sich das so aus, dass die relativ viele dieser Erweiterungen nicht können. Also da müsstest du, für die Details der Erweiterung müsstest du dir mal meinen Vortrag von 2015 angucken, oder auf meiner Webseite habe ich da auch mal so eine Textfassung zugemacht, aber zum Beispiel Pidgin klappt halt nicht mit mehreren Geräten, oder zumindest nicht gut. Ja, das ist so das, was ich gegen Pidgin habe. Ja. Ja, die Frage war nach WeChat und einem Plugin. Ich vermute mal für OMEMO das Plugin? Ja. Nee, also wie ich eben gesagt habe, bei den Konsolen-Clients sieht es im Moment noch schlecht aus. Also es gibt quasi keinen Konsolen-Client, der OMEMO kann. Also da müsste halt mal jemand ran. Also wenn du da Bock drauf hast oder sowas. Also es gibt irgendwie eine C-Library, es gibt eine Python-Library und relativ nette Leute, also aus den anderen OMEMO-Projekten, die da auch Neuankömmlingen gerne unter die Arme greifen. Ja, du. Also die Frage war nach IoT-Devices und Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ist jetzt nicht so meine Baustelle. Ja? Also das gibt es. Es gibt auch einen riesigen Satz von irgendwie so IoT-Erweiterungen, wo auch IoT-Geräte untereinander reden können, also dass irgendwie der Lichtschalter mit deiner Glühbirne redet oder irgendwie sowas. Das war jetzt aber, glaube ich, nicht dein Hintergrund, sondern du wolltest halt direkt irgendwie mit dem Lichtschalter reden oder irgendwie sowas, ja. Oder er schickt dir was, ja. Ja, ich meine, wenn du das selber bauen willst, könntest du das ja theoretisch auch auf reiner Textform machen, dann kannst du auch über Conversations leicht eingehen, dann brauchst du quasi gar keine Erweiterung. Ein Kollege von mir, der Florian Schmaus, arbeitet aber gerade an so einem neuen Satz von IoT-Erweiterungen, die auf Client-Commands basieren. Das ist halt so ein Standard, der allgemein zum Fernsteuern von allgemeinen Dingen benutzt. Also damit kannst du auch deinen Server fernsteuern und zum Beispiel neue Accounts anlegen. Und diese neue IoT-Erweiterung, also die ist noch nicht öffentlich, aber da wird gerade dran gearbeitet. Und die hätte halt den Vorteil, dass du halt das quasi mit deinem Gajim oder sowas jetzt schon fernsteuern kannst. Ja, da noch eine Frage. Ja, die Frage war nach Videotelefonie und so weiter. Ja, prinzipiell gibt es da Standards für, also irgendwie Jingle ist da vielleicht so ein Schlagwort, was dir vielleicht mal was sagt, also das hat Google sogar damals, als die noch XMPP benutzt haben, sogar mit auf den Weg gebracht. Jingle ist halt quasi so ein allgemein ausgedrückt, so ein Session-Initialization-Protokoll, also ähnlich wie SIP, womit man allgemein Sachen, die Peer-to-Peer sind, handeln kann, also auch File-Transfer oder halt Videotelefonie, wie in deinem Fall. Da gibt es Standards zu und ja, man kann im Prinzip auch dann unten drunter WebRTC benutzen. In WebRTC, zumindest aus der Library, fällt SDP raus. Das ist halt so ein Datenbeschreibungsformat, was sagt, ja, Video mit der und der Bitrate und der Auflösung und sowas. Das müsste man dann quasi umwandeln, weil Jingle da seine eigene Datenstruktur hat, also XML statt diesem SDP. Ja, also die Standards sind da, mit den Implementierungen sieht es halt mau aus, weil das ist halt richtig viel Arbeit. Ja. Also irgendwie so Videotelefonie so zu machen, dass es auch cool ist und benutzbar ist und auch mal irgendwie so ein Wechsel von irgendwie WLAN ins 3G überlebt oder irgendwie sowas, das ist richtig viel Arbeit. Also die großen Leute da, so WhatsApp und so, die sitzen halt mit mehreren Leuten jahrelang oder so ein Jahr lang dran. So, ne? Und da XMPP viel halt Hobbyentwickler sind oder so, scheitert es halt ein bisschen an den Implementierungen leider im Moment. Jo. Ja, noch eine Frage? OMEMO und den Profi, nicht so wie Conversations, das habe ich ja aktuell irgendwie so in meinem Account so ein anderes Device, das ich dafür benutzt, auch produzierte Devices dafür. Ja, die Frage war, wenn ich das richtig verstanden habe, warum OMEMO-Devices sich nicht gegenseitig selber verifizieren, quasi, ja. Also wenn ich halt schon mal eins bestätigt habe, warum signiert der quasi nicht das neue Device, was ich bekomme? Das ist kompliziert, weil wenn du irgendwie quasi so Autosignatur hast, dann musst du auch irgendwie überlegen, wie gehst du jetzt mit Revocation um, also wenn jetzt irgendwie dann ein Device geklaut worden ist und sowas und dann begibst du dich halt in irgendwie so einen Kaninchenbau, der, ich sag, nicht unlösbar ist, aber zumindest komplizierter ist. Dann wäre es eventuell, wenn man sowas machen will, eventuell noch einfacher, dass die Geräte sich ihr Key-Material teilen. Also dass halt du, wenn du ein neues Gerät online nimmst, erstmal den Private Key von deinem Handy runterscannst oder vom Desktop und die halt dann quasi nach außen den gleichen Fingerprint hat. Das wäre dann halt, wenn man jetzt auf Revocation verzichtet, wäre das halt noch so die straightforwardere Variante. Also, ja, da kann man sich mal Gedanken zu machen, aber diese Gedanken sind schwierig. Also, das gibt's quasi nicht. Ja, da hinten. Ja. prinzipiell zum Beispiel dieser ejabberd, den ich ja gerade empfohlen habe, der kommt eigentlich mit den Extensions, den du brauchst. Die sind auch in der Regel fast alle standardmäßig aktiviert. Also ein paar musst du in der Config noch anschalten, aber der Server kommt damit mit. Das ist auch der Grund, warum ich ejabberd empfehle. Also wenn du dir da die Pakete von der URL runterlädst, die ja immer den aktuellen ejabberd haben, solltest du da eigentlich nicht so mega die Probleme mit haben. Prosody kann auch vieles, aber da sind die Extensions in sogenannten Community-Modulen drin, die teilweise von den gleichen Entwicklern entwickelt werden, die auch den Server entwickeln, aber da muss man halt quasi noch so ein Mercurial Repository klonen und also man muss nichts kompilieren, weil es alles Lua ist, aber du musst die halt extra irgendwo im Dateisystem ablegen und halt einbinden. Ja, noch eine Frage da vorne? Die Frage war nach dem Konfigurationsaufwand von ejabberd. Ja, das war der Grund, warum ich bis vor kurzem noch immer irgendwie so Prosody mitempfohlen habe, weil ejabberd ist nicht kompliziert in dem Sinne, aber die Config ist lang, die erschlägt dich so ein bisschen. Also wenn du jetzt irgendwie nicht so total als Serveradministrator irgendwie beruflich unterwegs bist und so total auf Config-Dateien stehst oder sowas, dann ja, wie gesagt, die erschlägt dich halt so ein bisschen. Ja? Also das ist keine Rocket Science, aber irgendwie halt so ein bisschen. Da sitzt man erstmal so 10 Minuten und denkt so, hä? Und so. Aber ejabberd ist auch eigentlich relativ gut dokumentiert. Also nicht in der Config-Datei selber unbedingt, aber auf der Webseite von denen sind die Configs eigentlich ganz gut beschrieben. Noch eine Frage? Scheint nicht so, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke.